bin sofort wieder da, Leute. Okay, also Leute, ich glaube, es passt jetzt alles, ich hoffe es. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem Livestream. Seit dem 1. September 2017 ist die 17. Ausgabe des begehrten Techno-Bass-Samplers für dich im Handel erhältlich. Auf dich warten 72 aktuelle Songs aus dem Hands-Up- und Happy-Hardcore-Bereich als ungemixte Edition oder aber gemixt von Timo, Timster sowie Nicket. Jetzt zugreifen im Techno Bass FM Shop, bei Amazon, bei iTunes, im Google Play Store oder in allen gängigen Musikläden. Okay. Was spiele ich? Ob Frühling. Nee, in zwei Minuten Sommer, ist er fertig. Ob Herbst. Sag mal bitte eben, ist die Musik so gut und ist die. Herrenoutdoor.de. Hier also finden Männer Musik bequeme so und robuste das, Outdoor- also und Trekkingkleidung zum Wohlfühlen. Hosen, Hemden, T-Shirts oder Jacken. Herrenoutdoor.de lässt keine Wünsche offen. Ihr perfektes Outfit zu günstigen Preisen. Nur echte Männer bestellen unter Herrenoutdoor.de. Herrenoutdoor.de, der Onlineshop für echte Männer. Jetzt bestellen. Hallo, Jürgen Klopp hier. Heute ist ein Volltreffer im Netz gelandet. Und es ist kein Ball. Die drei neuen Opel On Sondermodelle Corsa, Mokka X und Astra. Top ausgestattet und bestens vernetzt mit WLAN direkt im Auto. Jetzt bis zu 3.000 Euro Preisvorteil sichern und ohne Zinsen finanzieren. Inklusive 5 Jahre Garantie. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern. Atemberaubende Geschenke. Jetzt also, auf passt alles, wenn ja, www.wahnsinnsgeschenk.de. Wusstest du, dass IKEA jedes Jahr ja, okay, etwa 2500 neue Produkte für dich hat? 1, 2, 3, 4, 5, so viele. So. Also wenn das nicht 1000 gute Gründe sind, uns mal wieder zu besuchen. 105, wir warten jetzt noch 106. Eben kurz. Wir freuen uns auf dich im IKEA Einrichtungshaus und auf IKEA.de. Auf Paladin. Werbung Ende. So, da bin ich wieder. In 30 Sekunden so, haben check, check. Hallöle, so, Leute. Das Ding dabei ist, dass ich das allererste Mal spiele und vor allem spiele ich einen Shooter zum allerersten Mal jetzt hier. Dann am Laptop. Ich habe ja jetzt einen PC. So. Das heißt, das erste Mal mit Tastatur und Shooter spielen. Das wird auf jeden Fall interessant. Jute hier so eine Stunde in den Abend rein, aber es ist ja bald Wochenende, da kann man sich schon mal so ein bisschen freuen drauf, ne? Wir legen los mit Blaster Jack. Soll ich dich Neptune, Moderator machen? Aber dann machst du keine Scheiße, okay? Läuft das jetzt? Bitte, komm. So. Bist du noch da?
Moment, ich muss kurz. Nee, okay, er ist nicht mehr da. Okay, das ist nicht gerade das, was ich hier höre. Wünsche habt oder Grüße oder vielleicht sogar was zu beklagen, ganz, ganz einfach. Auf haustime.fm unter Grüße und Wünsche oder für die etwas einfachen unter euch, weareone.fm, da müsst ihr euch nicht anmelden und könnt einfach mal so einen Gruß oder einen Musikwunsch raushauen. Alternativ bleiben euch dann noch, wenn ihr gerade unterwegs seid, die iOS oder die Android-App. Wir machen weareone.fm, müsst ihr so heißen. Auf jeden Fall habt ihr da dieses wunderschöne, runde Ding ins Bummens. Du bist da, oder? Yeah.
So, du musst mir jetzt gleich nämlich mal ganz kurz Feedback geben. Ob alles läuft. Also Leute, nochmal herzlich willkommen zu diesem Stream von Paladins. Also ich frage, was Paladins ist. Es ist ein Shooter. What the fuck is this? Okay. Es ist ein Shooter über Steam. Wir erstellen uns jetzt einen Spieler. Ich habe es noch nie gespielt, Leute. Ist er jetzt da oder nicht? Ja, wenn, schreibt mal bitte. Also. So, ich hoffe, ich guck mal kurz. You can also move left and right. Hey there. Follow me. Excellent. Follow Ying to the next area. Das regt mich gerade auf. Excellent. Follow Ying to the next area. Moment. Excellent. Follow Ying to the next area. So. Excellent. Follow Ying to the next area. Jetzt passt es. Von dem Bildschirm her. Excellent. Follow Ying to the next area. Let's begin combat training. First, let me walk through some information on your screen. You will find your health displayed on your screen. If your health reaches zero, you die. If you avoid combat for a short period of time, your health will start to regenerate. Your primary weapon is your assault rifle. Ying will create one of her illusions for you to shoot. Well done. Ying will now create a few more illusions for you to destroy. Okay. Note the red outline around the illusions. This means they are enemies. Excellent. Now, let's go over your abilities. Your first ability allows you to throw a frag grenade. Musikleiser. Now, launch your frag grenade to hit all targets in the area. Moment.
Ja, gerade hatte jemand gesagt, dass die Musik okay ist. Now, launch your frag grenade to hit. So, jetzt müsste passen, oder? Also, sorry. Now, launch your frag. Well done. Note that you will have to wait a short time before using that ability again. Your next ability is hustle. Move forward, then activate hustle. Excellent. Follow Ying to the next area. Follow me. So, also einmal reinschreiben wieder, ob es okay ist jetzt so. Und ob das Mikro lauter oder leiser muss. Nice. Your next ability is iron sights. Hold down iron sights to aim down the sights of your weapon. Using iron sights is a great way to target enemies farther away. Nice shooting. Now, let's go over your ultimate ability, Barrage. Your ultimate ability is your most powerful ability and can. Also, ist es alles gut, Leute? You must fully charge your ultimate ability before you can use it. You charge your ultimate by dealing damage to enemy players. When Barrage is active, aim in the direction of an enemy and fire to trigger a blast. When Barrage is active, aim in the direction of an enemy and fire to trigger a blast. Well done. The next area is a bit further, so we'll need to travel faster. Yeah, okay. Also jetzt noch leiser oder ist es jetzt okay? When you encounter certain obstacles, you can clear. Head to the objective now. Objectives are marked by a pedestal on the ground. While you are within the area, you make progress towards capturing the objective for your team. Current capture progress is displayed on your screen. Watch out! An enemy is trying to contest the objective. When champions from both teams are on the objective, neither team will gain capture progress. That enemy came from the stealth grass. Also, champions inside the stealth grass cannot be seen from the outside until they take action. Ja, an den Ton kann ich gerade leider nichts ändern. Wie gesagt, ne, halt. Noch ein bisschen, ja, okay. Well done. Once an objective has been captured, your team in a payload cart will spawn. Your team must escort the payload cart to the enemy base to earn additional points towards winning the game. The payload cart can only progress towards the enemy base when you are standing near it. Enemy players can hold. Excellent. Continue pushing the payload. Ah, ich muss die sogar schieben. Excellent. Continue pushing the payload. Well done. You have completed your basic combat training. Victory. Victory. Boom. Läuft denn alles flüssig? Also sonst läuft alles flüssig, oder? Ach du Heiliger! Ich werde jetzt so verkacken.
Übrigens, zur Info für alle. Ich werde wahrscheinlich nur bis ca. 20 Uhr streamen heute. Morgen gucken wir mal. Oh. Wer ist denn noch alles drin so? Zwei Zuschauer. Mehr als in meinem ganzen Leben. Ich erreiche mehr. Also, es ist Tunesio von Azzurro und Ingrosso. Boah, ich könnte den Song endlich hören. Ich bin ein riesiger Fan von den beiden Jungs, weil ich meinen letzten Outlast jetzt. Das letzte. Also, ich sag einfach nur, zieht euch am besten Kopfhörer an, wenn ihr das hört. Denn das, ja, macht's einfach. Hört einfach auf dem Rad, nicht in der Schule hören. Auf keinen Fall, ich hab den Fehler gemacht, wenn ihr vor allem das Intro.
Okay. Ben, du bist Moderator, hast du ja mitgekriegt. Wieder Sieg. Okay. Leute, wie gefällt euch das Spiel denn? Yannick, du bist von der Befragung ausgenommen. So. Ich spiele das noch. Eigentlich muss ich das jetzt wechseln, weil ich wollte heute zwei Spiele spielen. Das mache ich jetzt auch. GG. So. Startseite. Spiel beenden. Leute. Das Spiel ist auf jeden Fall eins, was wir auch mal als Aufnahme spielen werden. Was wir jetzt spielen, ist etwas langweiliger wahrscheinlich. Für euch. Nämlich Euro Truck Simulator. Ja, Unfall direkt am Start hier. Also, das neue Spiel hier ist Truck Simulator. Ich warte jetzt noch, ob es übernommen wird. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. So, jetzt haben wir's. Hoffe ich. Müsste sich jetzt sofort ändern? Bin sofort wieder da, Leute.
Leute, ich bin wieder da. So, ich bin wieder da. Und ich hoffe, jetzt passt es auch. Wir waren hierbei. Am Truck fahren. Also das hier passt ja jetzt gerade. Richtig gut. Ich muss nämlich eh zur Werkstatt. Krass. Juckt mich mal gerade gar nicht. Ach du Scheiße. So, die aktiven Zuschauer, bitte melden. Ich frage das gerne hier mal. Ab und zu immer.
Also Leute, ist es langweilig, dieses Spiel, oder ist es für euch okay? Crash. Es war so klar. Uiuiui. Ma, fuck off. Also eigentlich ist es bei diesen Autos, nicht Autos, bei den LKWs, dass die Tempomat haben. Ich weiß auch, wie ich es aktiviere. Nur das hier, der hier hat kein Tempomat. Also Leute, diese Fahrt beenden wir auf jeden Fall hier noch. Also spätestens zu Weihnachten hoffe ich mal, dass ich dann das Lenkrad habe mit den Pedalen und dann wird das auch sehr, sehr viel einfacher hier zu fahren. Habe ich überhaupt noch Zuschauer gerade? Da 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 da
2 aktive Zuschauer. Ist doch okay. Der nächste, beziehungsweise wenn wir uns mal einen LKW machen, was auch bald sein wird, beziehungsweise was heißt bald, ich brauche sehr viel Kohle dafür. Aber dieser LKW wird Tempomat haben, Leute. Das sage ich euch. Aus dem einfachen Grund, ich muss jetzt die ganze Zeit WASD drücken. Beziehungsweise W, damit der Gas gibt. Wir haben jetzt eine 90er-Zone, da ist es nicht schlimm. Nur, man zahlt ja auch immer, wenn man geblitzt wird wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Und dann kriegt man das mit W sehr schlecht unter Kontrolle. Es wird zwar, glaube ich, besser, wenn wir Lenkrad und Pedal haben. Aber, naja. Wir sind jetzt gleich auf jeden Fall da. Haben dann die Lieferung für heute abgeschlossen. Ist klar. Okay, der Motor hat eine Fehlfunktion. Ihr habt es gelesen. Das Gute ist, dass das hier eh nicht unser LKW ist. Dass wir dafür, glaube ich, eh nicht aufkommen müssen. Ja doch, eigentlich schon, ne? Ich gehe mal hier drauf. Ich versuche es mal. So. Wo ist denn der Verladebereich? Das kann ja jetzt was werden. Ach, du Scheiße. Ach, du Heiliger. Da hab ich mich auf was eingelassen, ey. Ich schreib doch mal bitte was rein. Oh, das kann was werden, ey. Oh, 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 oh. Eingabe, egal. So, also. Leute,
Bank. Geben dir auch Vorschüsse? Okay, Leute. Wir haben Mercedes-Benz. Den möchten wir beibehalten. Leute, wir machen uns jetzt unseren eigenen LKW. Folgendes. Wir haben mögliche zur Auswahl. Die beiden erstmal. Vorschau. Kann ich den schon kaufen? Ja. Mein Baby. Ja. Also Leute. Allerdings müssen wir jetzt noch jeweils Aufträge fahren. Das ist unser LKW. Natürlich kann man den immer noch mal tauschen, umwandeln, ändern. Bliblablub, ja. Aber jetzt ist er das erstmal. Ja. So. Das ist er. Hat er erstmal Motor an. Hat er Tempomat. Sieht schlecht aus. Kacke. So. Jetzt neue Aufrüstteile. Wir gucken, wie wir ihn aufrüsten können. Und zwar... So, Navi-Ziel, nächste Werkstatt. Er hat Tempomat, Leute. Ja. Direkt geiler, Alter. Also, Maurice ist happy. Ja, sein neues Auto, sein neuer LKW hat Tempomat. So, Teile. Ach ja. Leute, guckt mal, wie wir den machen können, ja. Wir haben hier so viele Möglichkeiten. Nee. Das bleibt. Lackierarbeit. State of Trances hintereinander mal ein bisschen gehört und
Ich tendiere wieder Richtung Trends, aber nicht so sehr, wie ich in Richtung Electronic Dance Music tendiere, ne? Electronic Dance Selection, die Selection Week ist over. Vom Montag bis Donnerstag habe ich euch jetzt beglückt. Freitag ist ja eigentlich nie so mein Tag, wo ich sende. Und wenn, dann bin ich ja wieder spontan auf dem Stream. Man kennt mich, da bin ich eigentlich immer da. Also ich bedanke mich herzlich, ganz, ganz herzlich fürs Einschalten. Nochmal schöne Grüße an meinen Kollegen Sebastian, der ich über mein Facebook heute mal ganz spontan angeschrieben habe und dass er dann doch mal wieder wegen der YouTube-Zeit eingeschaltet hat. Fahrerschild. Also bis dahin, euer StarMaxxTüdelü. Wir hören uns auf jeden Fall morgen. Und wenn nicht, dann am Samstag oder am Sonntag ganz spontan wieder, was wir heißen, Electronic Dance Selection auf Haustime. Und nicht lange warten, ab Montag geht's weiter mit der nächsten Selection Week. Bis zum nächsten Mal. Hier kommt was Legendäres. Mass Symphony of... Also, Leute. Armin Van Buuren. Leute! So, also, ich würde sagen, ach. Okay, Leute. Okay, Leute, wie ich schon erwähnte, wir haben Tempomat. Scheiße. Seht euch das Lenkrad an, Leute. Jetzt kommt Werbung. Mit Webradio-Werbung neue Kunden gewinnen. Aktion.audimark.de. Den richtigen Schutz für Ihren Kopf finden Sie auf www.helm.center. Fahren auch Sie auf der sicheren Seite und schützen Sie Ihren Kopf mit dem passenden Motorradhelm. Auf www.helm.center finden Sie eine riesige Auswahl an verschiedenen Modellen in verschiedenen Farben und Ausführungen von namhaften Herstellern. Überzeugen Sie sich selbst von der großen Helmvielfalt und besuchen Sie unseren Shop auf www.helm.center. Machen Sie Ihre Motorradfahrten ein wenig sicherer.
dass IKEA jedes Jahr etwa 2500 neue Produkte für dich hat? 1, 2, 3, 4, 5. So viele. Also wenn das nicht 1000 gute Gründe sind, uns mal wieder zu besuchen. 105, 106. Wir freuen uns auf dich im IKEA-Einrichtungshaus und auf IKEA.de. Hallo, Jürgen Klopp hier. Heute ist ein Volltreffer im Netz gelandet. Und es ist kein Ball. Die drei neuen Opel On Sondermodelle Corsa, Mokka X und Astra. Top ausgestattet und bestens vernetzt. Wisst ihr was, Leute? Wir machen das jetzt so. Ich stelle es jetzt um. Es heißt Tempomat Geschwindigkeit erhöhen. Kommt dahin und dahin. So, ist für mich leichter. Schreibt mal bitte in den Chat, wenn noch jemand da ist. Okay, der Ben ist noch da. Wer ist denn der andere, der noch da ist? Ach ja, da bin ich.
Läuft es denn noch flüssig? Ich höre jetzt auf zu spielen. Keine Lust mehr. Wie sieht's aus mit PES? Ach komm. Okay. So, also, Ben, tu mir mal wieder den Gefallen. Ich geh jetzt kurz auf und komme dann.